So, wunderbar. Da sehen wir gerade Tour 23. Das ist das hinter mir da. Da ist Basel Bahnhof. Da startet die Tour. Die geht jetzt nach Delmo-Delsberg. Also, dann legen wir da los. Es ist 5 vor 11 Uhr. Dann schauen wir mal, was wir da unterwegs alles antreffen. Und los geht's! So, also, gerade kurze Information hier. Von hier aus können wir noch Schloss Birsegg anschauen. Das ist jetzt hier Arlesheim, wo wir sind, wenn wir festgestellt haben. Und gleichzeitig gibt es hier noch den Dom mit einer sehr seltenen Orgel drin. He? Also gut. Und sonst, hier unten innen, von dem habe ich bereits auch schon meine Videos für die Orgel, von der Kirche und für Schloss Birsegg. Und was ich natürlich nicht vergessen darf, die Hermitage gibt es hier noch. Also, alle Links zu diesen Videos findet ihr unten in meiner Beschreibung.
So, hier höre ich gerade Musik, da kann ich schnell schauen, dann zeige ich euch auch noch gerade, was ich hier sehe. Und wir sind hier jetzt in Dornach. Dazu gibt es auch noch zu sagen, dass es das gute Anum gibt. Das ist etwas Anthroposophisches, was mit dem Rudolf Steiner auch zu tun hat. Also, sehen nachher jetzt hier gerade noch etwas vom gute Anum. Und jetzt zeige ich euch schnell unter die Musik. He? So, also weiter geht's jetzt Richtung Grelligen laufen. He? Das ist so die nächste Richtung in etwa. Also, unterwegs Neues. Hier sind wir jetzt in Duggingen. Hier geht es gerade schön jetzt ein bisschen neben draussen entlang, zwar durch ein Dörfli, aber ja, ich habe halt aus einem anderen Grund hier fahren, da gerade noch unten durch. Bei dem hier hinten. He. Das ist auch vorhanden bei mir als Video unten im Link. Was ist das? Hier hat es einen Bunker drin und sowie auch das Schlüssel, das hier ist. He. Gehen wir weiter, hä?
So, und jetzt ein paar Lachen. So, was das auch immer ist, aber einfach so als kleiner Witz zwischendrin. Ich habe, glaube ich, den kleinsten Lost Place entdeckt, was es da gerade gibt. Okay, gehen wir weiter. Thank you.
So, und da mache ich nochmal ganz schnell Halt zum Rest vom eingeklemmten Essen, weil da ist es schön und ruhig auch noch. Ich zeige euch gerade, wie das hier aussieht. Also, schaut jetzt einmal, was ich sehe. Hier hin. Und weiter geht's.
Wer kennt es nicht? Auf der ganzen Welt bekannt. Sehr gute Marke, wenn es darum geht, dass man etwas Scharfes braucht. Also, weiter geht's. Wir haben gerade gelesen, dort steht Gare. Das ist für die, die nicht Französisch kommen, bedeutet das Bahnhof. Ich tue jetzt hier die Route stoppen. Ich bin ja jetzt in Delémont. Das war ein Ziel. Ich bin jetzt hier Basel-Delémont gefahren. Und das heisst, nächstes Mal, wenn ich die Route weiterfahre, geht sie dann wieder genau an diesem Ort hier weiter. Ich zeige euch jetzt noch den Weg am Bahnhof runter. Und ja, sonst, nächstes Mal geht es hier weiter, bei dem, falls es dann noch existiert. So, also sind wir am Bahnhof, sonderlich schwer ist es nicht gewesen, da gibt es nicht viel zu zeigen und erklären. Dort oben, wo ich gestanden bin, habt ihr gesehen, da geht es einfach runter, alles geradeaus, dann seht ihr schon von weitem den Bahnhof. He? Weiter geht es da nicht. Und dann machen wir hier so eine Wand. Also, ich würde mich freuen, dass ihr wieder ein anderes Mal vorbeischaut. Ich hoffe, es war interessant. Es hat verschiedene Sachen zum Schauen auf dieser Tour dahinter von Basel. Und in dem Sinne sage ich dann wieder bis zum nächsten Video. Liestal, Olten.